Guten Morgen, liebe Neujahrsgemeinde. Herzlich willkommen zu dieser Online-Andacht am 1. Januar 2023. Ich hoffe, dass Sie alle gut in dieses Jahr, neue Jahr gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, denn Neujahr wollen wir uns bestärken lassen. Wir gehen unter Gottes Segen, unter Gottes Zuspruch in dieses neue Jahr, komme, was kommen mag. Im Mittelpunkt dieser Online-Andacht steht das bekannte Neujahrslied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten treu und still umgeben. Ich freue mich, dass Reinhard Gundlach aus Buxtehude an der Orgel mich begleiten wird, Matthias Franke, Christel Ruhling im Hintergrund, und so lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Neujahrsgemeinde, ich möchte Ihnen heute, am ersten Tag des neuen Jahres, Dietrich Bonhoeffer vorstellen. Dietrich Bonhoeffer, einer der bekanntesten Theologen des 20. Jahrhunderts, hat ein ganz wunderschönes Neujahrslied verfasst, das wir jetzt miteinander bedenken wollen, das bekannte Lied »Von guten Mächten wunderbar geborgen«. Zuerst einige Informationen zu Dietrich Bonhoeffer. Wer war er? Er lebte von 1906 bis 1945. Er wuchs in Schlesien, in Breslau, in einer sehr angesehenen, großbürgerlichen Professorenfamilie auf. Und schon früh hatte er den Wunsch, ich möchte gern Theologie studieren, ich möchte gern Pastor und Gelehrter an der Universität werden. Und er hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Mit sage und schreibe 25 Jahren hat er schon seine Examina abgelegt, seinen Doktortitel erworben und seinen Professorentitel. Er konnte ein Semester in Barcelona studieren, war für ein gutes Jahr in den USA und hat in dieser Zeit vielfältige Kontakte in die weite Welt gesammelt. 1931 hatte er die Befähigung also erhalten, im kirchlichen Dienst anzufangen. Und er war Hochschulpastor in Berlin. Er
leitete das Predigerseminar in Finkenwalde und war als kirchlicher Vertreter für internationale Kontakte tätig. Ein gefragter Mensch, jemand, der eine ganz große berufliche Perspektive hatte. Aber Sie können sich's vorstellen, liebe Gemeinde, in den 30er Jahren Pastor zu sein, das war ein hartes Los. Dietrich Bonhoeffer spürte schon sehr früh, mit den Nazis will er keine gemeinsame Sache machen. So hat er sich der bekennenden Kirche angeschlossen, dem Teil der evangelischen Kirche, die sich dem Nationalsozialismus entgegenstellte, so gut es ging. Dietrich Bonhoeffer gehörte zu den Menschen, die um den Widerstand und das Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 gehörte. Und bereits 1943 war er eingebunden in eine kirchliche Rettungsaktion für jüdische Mitbürger. 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer verhaftet und kam in das berüchtigte Gestapo-Gefängnis, also geheime Staatspolizei-Gefängnis, in Berlin in der Albrechtstraße. Dietrich Bonhoeffer war dort inhaftiert und er wusste, sein Leben hängt am seidenen Faden. Er wurde dann im April 1945 noch auf persönlichen Erlass von Adolf Hitler verurteilt und zum Tode verurteilt. Und die Überlieferung sagt, er wurde noch mit einem Gefangenentransporter in die Oberpfalz nach Flossenbrück gebracht, weil Berlin schon von den russischen Soldaten eingekesselt war. Und er wurde dann Anfang April 1945 noch wenige Tage vor Eroberung des Ortes Flossenbrücks durch die Amerikaner am Strang gehängt. Ein ganz bitteres Ende für jemanden, der für viele Menschen ein großes Vorbild werden sollte. Dietrich Bonhoeffer ist einer der wenigen evangelischen Theologen, die lautstark und deutlich sich gegen die Nationalsozialisten gewandt haben. Lange Zeit hat sich die evangelische Kirche schwer getan, sein Andenken wachzuhalten. Ich las in einem Aufsatz, 1955, 10 Jahre nach Befreiung von KZ Flossenbrück, gab es eine Gedenkveranstaltung und der damalige bayerische Landesbischof weigerte sich, dort teilzunehmen. Bis heute, unzählige junge Theologen haben seine Bücher gelesen. Das Buch Nachfolge ist ein Grundbuch, was jeder Theologe, Theologin gelesen haben sollte. So viel zum Theologen und zum Pastoren Dietrich Bonhoeffer. Wieso hat er auf einmal ein solches Gedicht, wie das Gedicht von guten Mächten, verfasst? Es hängt damit zusammen, dass Dietrich Bonhoeffer erst, sag ich mal, im fortgeschrittenen Alter die Liebe zu der jungen Maria von Wedemeyer empfand. Sie war gerade 18, er war schon hoch in den 30ern und sie haben sich 1943 verlobt. Es war so, Frau von Wedemeyer, seine Verlobte, konnte Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis besuchen. Und dann hatte er die Idee, mit kleinen Gedichten seine Verlobte zu trösten und sie aufzubauen. Und er war ihr so dankbar, dass er die Liebe als Empfindung kennenlernte. Und er sagte, die Liebe, sie hat ihn zu einem ganzheitlichen Leben gebracht. Und das Gedicht von guten Mächten entstand dann, gerichtet an Maria von Wedemeyer, um die Jahreswende 1944-45. Dietrich Bonhoeffer war im Gefängnis inhaftiert. Es war die Zeit, wo fast täglich Luftangriffe auf Berlin stattfanden und viele Häftlinge in Todesangst lebten, Foltereien stattfanden. Die Nazis haben bis zum bitteren Ende ihr blutiges Handwerk fortgesetzt. Und Dietrich Bonhoeffer blieb standhaft. Er hat ganz viel mit Häftlingen, die Todesängste hatte, getröstet und ihnen geholfen, gefasst ihr Schicksal anzunehmen. Dietrich Bonhoeffer wusste, sein Leben geht höchstwahrscheinlich dem Ende entgegen. Nur ein Wunder konnte ihn noch retten. Und so stellt dieses Gedicht sein geistliches Vermächtnis dar. Er hat dieses Gedicht seinem letzten erhaltenen Brief an seine Verlobte beigelegt, als Gruß eines Todes geweiht. Der Briefkontext erklärt, warum das Gedicht in der zwischenmenschlichen Anredeform beginnt, wie ich
mit euch, um erst im Verlauf der zweiten Strophe zu einem Wir-Gebet zu werden. Lassen Sie uns nun von der Nummer 65 die erste Strophe singen, von guten Mächten. Seine Verlobte Maria, seine Eltern mit der festen Überzeugung trösten, wir sind von guten Mächten umgeben. Das ist der Grundtenor dieses Gedichts. Aber was versteht Bonhoeffer unter den guten Mächten? In einem Brief an seine Verlobte schrieb er, die guten Mächte, das sind einerseits du, es sind die Eltern, ihr alle, die Freunde und meine Studenten an der Front, sie alle sind für mich stets gegenwärtig. Deine Gebete, gute Gedanken, Worte aus der Bibel, längst vergangene Gespräche, Musikstücke und Bücher, all das gewinnt Leben und Realität wie nie zuvor. Es ist eine große, unsichtbare Welt, in der man lebt. An ihrer Realität gibt es keine Zweifel, so Dietrich Bonhoeffer. Gottes Nähe zeigt sich für ihn also nicht unmittelbar, sondern mittelbar, greifbar in geschaffenen Dingen. Sie sind alle für ihn sichtbare Zeichen, die Gottes Güte anschaulich, ja greifbar machen. Das können ihm selbst die Gefängnismauern und die furchtbaren Haftbedingungen nicht nehmen. Augenzeugen berichteten, dass Dietrich Bonhoeffer in ganz vielen Situationen die Mithäftlinge getröstet hat. Er war ein Vorbild für sie. Er begleitete sie und betete für sie vor ihrem Tod. Diese große innere Gelassenheit, sie beeindruckte die Gefängnisinsassen, die Gefängniswärter und die Verhöroffiziere. Dietrich Bonhoeffer war äußerlich gebunden, innerlich war er frei. Lassen Sie uns nun die zweite Strophe singen. Seele oft und verzagt. Wir fühlen uns überfordert, getrieben von den vielen Ansprüchen von uns selbst, aber auch von den Ansprüchen anderer an uns. Da wird der Glaube unter der Hand zu einem zusätzlichen Anspruch. Gott wird jemand, der uns einzwängt mit seinen Ansprüchen, mit seinen Geboten. Bonhoeffer
entlarvt diese Vorstellung als ein großes Missverständnis. Gott hat uns geschaffen, damit wir das Heil empfangen. Darin liegt unsere Bestimmung, unser Wesen, dass wir heil werden. Das heißt gute Botschaft. Lassen wir die übertriebenen Ansprüche los, lassen den Druck, der von außen an uns getragen wird, der Druck, den andere und wir selbst an uns haben. Öffnen wir uns dem Guten für unser Leben. Lassen uns nun die dritte Strophe singen. Dieser Strophe die ganze Dramatik seiner Situation und die Dramatik, die viele andere Menschen auch haben, in den Blick. Es geht konkret um das Leiden, das Menschen ertragen müssen. Im Bonhoeffers Fall geht es um die Menschen, die um der Wahrheit willen um Leib und Leben fürchten müssen. In unserer Zeit kennen wir die Erfahrung von sinnlosem Leiden, das Menschen ohne eigenes Verschulden ertragen müssen. Krankheiten, der Krieg in der Ukraine. Kann man darauf eine theologisch beruhigende, befriedigende Antwort geben? Bonhoeffer hat unter schlimmen Haftbedingungen hat und vielen inneren Kämpfen gelernt, auch im Negativen Gottes Führung in seinem Leben zu sehen, weil er wusste, dass auch der bittere Kelch des Leids aus Gottes guter und geliebter Hand kam, konnte er ihn schließlich dankbar und ohne Zittern annehmen. So sollen seine letzten Worte vor der Hinrichtung gelautet haben: Für mich ist dies das Ende, aber auch Anfang. Bonhoeffer stützte sich in seinen Überlegungen auf Gedanken von Martin Luther. Er hat einmal gesagt: Gott lässt sich gerade durch die dunklen Fenster des Glaubens sehen. Wenn es uns gut geht, brauchen wir Gott eigentlich gar nicht. Dann kostet es nichts, an Gott zu glauben. Das, was wir im Glück als Glauben bezeichnen, ist nicht mehr als ein frommes Gefühl. Deshalb beginnt der Glaube erst in dem Moment interessant zu werden, wo wir in Nöte und Schwierigkeiten geraten. Dann muss sich nämlich bewähren, ob wir unser Leben wirklich Gott anvertraut haben, ob wir ihn um seiner selbst willen lieben oder ob wir ihn als Erfüllungsgehilfen unserer eigenen Wünsche missbrauchen. Lasst uns nun die siebte und letzte Strophe singen. Des gesamten Liedes. Ich kenne Arztpraxen, in denen im Behandlungszimmer Poster aushängen mit schönen Bildern und diesen Worten:
Worten, die an den Menschen Trost vermitteln und Zuversicht. Und ich bete diese Worte am Ende eines jeden Trauergesprächs für die Angehörigen. Diese Strophe fasst treffend die christliche Zuversicht angesichts des Todes aus. Der Apostel Paulus sagte einmal, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Dieser Glaube hat Menschen wie Dietrich Bonhoeffer den inneren Frieden gegeben, auch Schweres zu ertragen und damit unzähligen Menschen Mut gemacht für ihre Schicksalsstunden. Mit diesem Gottvertrauen, liebe Gemeinde, diesen trostreichen Worten wünsche ich Ihnen ein gutes, ein gesegnetes neues Jahr. Wir sind nicht nur von Ängsten umgeben. Es gibt nicht nur das Negative wie die Inflation, die Preissteigerung, der Krieg, der Klimawandel. Achten wir im neuen Jahr auf das viele Gute, das Gott uns selbstverständlich jeden Tag gibt. Die guten Mächte, sie umgeben uns heute, morgen, alle Tage. Amen. So lasst uns miteinander beten. Ich habe ein Neujahrsgebet und da lasst uns mit einstimmen. Gott sende die Weisheit, deine Vertraute, dass sie mir das Tor zum Neuen weit öffne. Gott segne die Leidenschaft meiner Liebe zu allen Lebendigen. Gott segne die Wut meiner Empörung über alles Unrecht. Gott segne meine Fantasie, die meine Taten beflügelt. Gott segne die Heilkraft meiner Worte und Hände. Gott segne die Klarheit meines Denkens. Gott segne den Schatten in meinem Wesen. Gott segne die große Weite meines Herzens. Gott sende die Weisheit, deine Vertraute, dass sie ein strahlendes Licht sei bei Tag und in der Nacht. Alles, was wir an diesem Morgen auf dem Herzen haben, bringen wir im Vater unser vor Gott und sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. So lasst euch mit dem Segen, mit dem Zuspruch unseres Gottes trösten, stärken und ermutigen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Ein frohes, gesegnetes neues Jahr Ihnen und euch allen.